Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu Reinig Zeitgedanken an diesem Donnerstag, dem 27. April 2023. Bald wechseln wir in den Wonnemonat Mai. Jetzt an diesem Vormittag sind wir auch wieder dabei, Losung und Lehrtext zu bedenken, und ich freue mich, dass Sie damit eingeschaltet haben. Wann haben Sie zuletzt eine große Freundschaft aufgeben müssen? Wann haben Sie vielleicht auch einen Bekannten nicht mehr besucht? Wann haben Sie jemanden vergessen, dem Sie eigentlich etwas zugesagt haben? So könnte man heute die Frage stellen, wo ist Ihr Maß voll gewesen, dass Sie gesagt haben, nein, ich möchte die Beziehung beenden, ich möchte mit diesem Menschen nichts mehr zu tun haben. Wenn wir da zurückschauen in unser Leben, finden wir bestimmt etwas, wo wir gesagt haben, wir ziehen einen Schlussstrich, wir beenden eine gemeinsame Wegstrecke. Das muss nicht immer in der Ehe gewesen sein, das kann auch in der Freundschaft passiert sein, in der Schulfreundschaft oder aber auch unter Studienkommilitonen. Überall passiert es in der Welt, dass wir dann sagen, nein, wir haben kein Interesse mehr, auch wenn wir uns vielleicht vorneweg einander versprochen haben und gesagt haben, wir halten zusammen, egal was da kommt, uns kann niemand trennen. Ganz, ganz viele Menschen haben das in den letzten 3 Jahren erfahren müssen, gerade dass Corona Menschen getrennt hat, dass Freundschaften zerbrochen sind, dass Ehen auseinandergegangen sind und dass auch bei Kindern und Jugendlichen Bekanntschaften weggebrochen sind und sie nicht mehr funktionieren. Und darum geht es eigentlich heute bei Losung und Lehrtext auch. Es geht um die Beendigung einer Beziehung. Und jetzt hören wir doch mal in die Texte rein. Bei Jesaja heißt es da, ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seist. Israel, ich vergesse dich nicht. Und im Römerbrief heißt es, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Im Deutero-Jesaja wie im Römerbrief geht es darum, dass Gott zu einem Volk steht, das eigentlich nicht mehr zu ihm steht. Man hatte einander versprochen, wir kennen den alten Bund, den neuen Bund, und wir wissen auch, dass von der einen Seite dieser Bund gebrochen worden ist, nämlich vom Volk Israel. Ja, da waren Menschen, die haben Gott die Treue abgesagt. Wir kennen das also auch aus unserem Leben und wir wissen, wie es dann auch schwer ist, dieses wieder zu verbinden und neu zu beleben. Das Erstaunliche, dass Gott in beiden Worten sagt, also von meiner Seite aus besteht die Treue. Ich werde euch nicht vergessen und ich habe euch nicht verstoßen. Das hat ja auch eine große Rolle gespielt bei den Christen, deshalb antwortet Paulus hier auch so, dass sie gefragt haben, was ist mit den Juden, dem auserwählten Volk? Sind sie jetzt nicht mehr dabei? Sind sie nicht mehr dazugehörig, wenn es um das Heil, um das ewige Leben geht? Und auch im Alten Testament, als es turbulent zuging, da fragten sich einige auch, ja, hat Gott jetzt noch Interesse an uns? Und da spricht er hier im Propheten Jesaja, im Deutero-Jesaja, ja, ich werde euch nicht verstoßen, ich bin immer noch für euch da. Wenn wir genau hingucken, betrifft es ja nicht alle, sondern einen Rest. Gott kann auch schon aufkündigen, aber er hat zu seinem Wort gestanden, nämlich zu dem Wort, dass er das Volk erwählt hat. Und so wird immer ein Teil des Volkes ihn interessieren. Er wird dieses Volk niemals vergessen und nicht verstoßen. Das unterscheidet Gott von uns Menschen. Wir sind schnell dabei, dass wir jemanden die Freundschaft kündigen, die Beziehung zerbrechen lassen, weil wir eben nicht so aus der Liebe heraus handeln, wie es Gott tut. Bei uns sind es äußere Umstände, die dazu führen, dass eine Beziehung zerbricht, dass Freundschaften zerbrechen und dass natürlich auch jetzt heute zwischen ganz unterschiedlichen Gruppen keine Verständigung mehr möglich ist. Das ist fast wie ein Wunder, dass da Gott sagt, ich stehe trotzdem zu meinem Wort. Und da wird etwas deutlich, was wir uns als Menschen gar nicht so vorstellen können, nämlich was wirklich vollkommene Liebe ist. Vollkommene Liebe lässt nicht zerbrechen, lässt nicht los und vergisst auch nicht, sondern
wird immer wieder dem anderen nachspüren, nachgehen, ihn einladen, um ihn werben und versuchen, das, was da zerbrochen ist, das, was da zerstört hat, zu beseitigen, um diese Beziehung wieder zu beleben und weiterzuführen. Wenn wir also von der Liebe reden, dann ist sie hier präsent und hier wird deutlich, was Gott meint, wenn er sagt, ich bin die Liebe und wer in mir bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist ein ganz großes Wort. Die Liebe zu leben, das gelingt uns Menschen nur bruchstückhaft und das ist unser Dilemma, was wir hier auf dieser Welt sehen. Aber es gibt eine Hilfe, die uns diese Liebe vervollkommnen lässt und das ist Gott selbst, der zu seinem Volk durch die ganze Geschichte hindurch steht, der auch uns die Kraft geben möchte, schenken möchte, dass wir aus der Liebe Neuanfänge leben. Was gilt es in unserer heutigen Zeit mehr zu tun, als aus dieser Liebe zu leben? Es ist schwer, wenn man auch selbst verletzt worden ist, wenn man vielleicht sogar betrogen worden ist, wenn man hinters Licht geführt worden ist, wenn man belogen worden ist, dann dennoch zu sagen, mir liegt an dieser Beziehung. Ich habe diesem Menschen einst versprochen, bei ihm zu sein, mit ihm Kontakt zu pflegen, Freundschaft zu halten oder sogar einen Lebensweg gemeinsam zu gehen. Zum Glück wissen wir, dass wir nicht vollkommen sind und zum Glück wissen wir auch, dass es uns niemals ganz gelingen wird. Aber dass wir der Liebe mehr Raum geben dürfen und können, das ist doch eine ganz große Einladung von Gott her, dass er sagt, wendet euch an mich, ich werde euch helfen. Und ich kenne viele Menschen, die in einer großen Krise sich an Gott gewandt haben und dann plötzlich zu neuen Ufern aufgebrochen sind. Was bei uns Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das zu begreifen, das zu erfahren und das auch für das Volk Israel anzuerkennen. Das heißt also, das Volk Israel ist nicht verloren, ist auch nicht vergessen, auch wenn es ganz viele Menschen aus diesem Volk vielleicht damals gegeben hat und auch zur Zeit von Paulus, die sich von Gott abgewandt haben. Das Volk geht nicht verloren. Gott sorgt für uns. Und so ist es auch um uns bestellt. Wir gehen nicht verloren. Wir werden von Gott behütet und beschützt. Er wird uns in die Zukunft führen, wie auch der Weg aussehen wird. Vielleicht nicht so, wie wir es uns vorstellen. Nicht so, wie wir uns das erträumen. Aber Gott lässt nicht locker. Und das ist beruhigend zu wissen, wir können große Dinge anstellen, wir können Gott selbst vergessen, wir können uns von ihm abwenden, aber er wird uns nachgehen, er wird um uns werben, er wird uns um uns kämpfen. Und ich denke, das tut er auch in dieser Zeit. Dass diese Leidenszeit so lang anhält, dass immer noch mehr Repressalien auf uns niederprasseln, ist das nicht ein Zeichen, dass Gott vielen Menschen noch eine Chance geben möchte, dass er wirbt, dass er die Welt nicht einfach beseitigen möchte und auch nicht dem Bösen die Oberhand gibt, sondern dass er eine Zeit geschaffen hat, in der wir ihn immer mehr sehen und klarer sehen dürfen, erkennen können, und hoffentlich auch ihm vertrauen werden. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken. Der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche allen einen gesegneten Donnerstag. Wenn Sie mögen, schalten Sie morgen wieder rein, teilen Sie diesen Stream. Machen Sie Menschen darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, diesem Gott, der nicht verstößt, sondern der sammelt, der uns nachgeht, das Gehör zu schenken. In diesem Sinne herzliche Grüße, Ihr Reini hier aus Appenzell Innerrhoden. Auf Wiederloge. Thank you.
geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gottes Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch.